Okay. Herzlich willkommen in Forgotten Time. Du blendest. Wir sind heute in einem Hotel, wo es einen traurigen Teddy gibt. Also, es könnte sein, dass dieses Hotel seit 2008 verlassen steht. Aber ganz ehrlich, dafür sieht das hier noch echt total super aus. Dieses verlassene Hotel wurde 1909 erbaut. Die Region war populär für den Wintersport. In der Umgebung gab es Rodelbahnen, Sprungschanzen und eine Eishalle. Zur Zeit des Ersten Weltkrieges diente es als Lazarett, anschließend als Kurhotel. Während des Zweiten Weltkrieges als Geburtsstätte für arische Kinder genutzt. Nur ausgewählte Frauen durften ihre Kinder gebären. Die Kinder wurden den Frauen nach der Geburt abgenommen und vorrangig an Mitglieder der SS übergeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es zum FDGB-Erholungsheim. In der DDR brauchte man einen Passierschein, um hierher zu gelangen. Nach der Wende gab es kaum noch Investitionen für Tourismus oder Hotels. Deswegen steht dieses schöne Hotel seit 1990 leer. Ach so, ja. So, hier der geile Fahrstuhl. So, hier ist ein etwas höheres Bett. Das Hotel ist wirklich riesengroß. Und trotzdem Wahnsinn. Ich will auch nicht, dass das Video allzu lange geht, deswegen werde ich mich hier etwas schneller durchbewegen. Und ja, also es ist alles sehr ähnlich von der Einrichtung her. Die Lampen. Es gibt hier wirklich einige Hotelzimmer, die echt toll aussehen. Die Bäder sehen auch nicht alle gleich aus. Hier ist blau. Und wenn wir nachher nach unten gehen, also das Zimmer finde ich ja total toll hier, ne? Ich meine, gut, hier ist ein bisschen was rangeschmiert. Was das jetzt hier bedeuten soll, weiß ich auch nicht, aber ich finde die Ecke und auch diese Lampe sieht einfach total gemütlich aus. Und dann dahinter die schimmlige Tapete. Achso, genau, hier ist noch ein Buch und so ein kleiner Rollwagen. Bei vielen Lost Places ist die Location auch sehr bekannt. Verraten hier natürlich nichts. Hier hinten die Zimmer unterscheiden sich schon voneinander.
das war leer. Jetzt muss ich noch mal hier hinten in die Ecke rein. Hier ist eine Badewanne. Und ich muss sagen, hier hinten in diesem Raum, ich war ja eben schon mal hier, hier riecht es wie in meiner Kindheit. Also nach irgendwas, irgendein Geruch. Also kein schlimmer Geruch. Einfach, also genau hier. Ja, schade, dass es kein Geruchsfernsehen oder YouTube gibt. Hier riecht es einfach, weiß ich auch nicht. Ich würde einfach mal sagen, nach 90er Jahre. Okay, da hat jemand was an den Spiegel gekritzelt. Vielleicht kommt es von der Waschmaschine. Ich habe keine Ahnung. Achso, hier ist nochmal so eine kleine Kammer. Übrigens liegt hier eine Hülle, die viele kennen sollten. Da war nämlich mal ein Gameboy-Spiel drin. Das Hotel hat 3 Stockwerke und ich habe auch keine Ahnung, wie viele Zimmer hier drin sind. Kann ich euch leider gar nicht sagen. So, ich schwenk mal rum, denn hier ist noch ein Sessel. Hier ist auch noch mal ein Zimmer mit Balkon. Der, ja, irgendwie nicht mehr so begehbar ist, würde ich mal behaupten. Hier ist alles umgefallen, die ganzen Holzwände. Das ist hier alles umgekippt. Die standen wahrscheinlich mal da vorne als Schutz, damit man da nicht runterfällt. Ach Gott. Hier im Bad steht ein Tisch. So, hier hinten war ich jetzt noch nicht. Hier ist nochmal so ein kleiner, ja, wie so ein Aufenthaltsraum, würde ich sagen. Noch ein paar Schränke oder ein Schrank. Ich mich gerade erschreckt. Da unten hat einer von meinen Leuten genießt. Ja, das ist echt Wahnsinn, wie groß das hier ist. Natürlich gab es hier auch mal wieder ein paar Vandalen, die irgendwie meinten, Kopfkissen aufzureißen oder Decken, die ganzen Federn hier zu verteilen. Also das finde ich hier übrigens auch total schön. Und hier hinten ist nochmal ein Zimmer mit einem Graffiti, was ja, hier öfter mal in einigen Räumen gesehen wird. Das Graffiti habe ich auch schon, ich bin der Meinung, dass ich das schon mal im Lazarett gesehen habe. Ich sage jetzt mal nicht, in welchem Bundesland. Also das war Etage Nummer 2. Jetzt geht es wieder runter. Hier wird schon Pause gemacht. Grüßt mal. Was war das? Alle, die mich nicht kennen. Super. Letzte Etage. Hier auch wieder ein total schönes Hotelzimmer. Hier riecht es nur leider nicht so angenehm. Könnte an diesem widerlichen Getränk liegen, wo schon Schimmel oben drauf ist. Also ich bin auch der Meinung, das kann hier noch nicht allzu lange stehen, weil sonst wäre dort wahrscheinlich noch viel mehr Schimmel drauf. So. Ja, hier ist ziemlich kahl. Hier sind keine Lampen, keine Decken, keine Kissen, nix. Genau, hier, das ist das, was ich meinte. Oh, hier riecht es auch unangenehm. Hier stehen noch Schuhe, was ich irgendwie nicht verstehen kann, weil es war ja ein Hotel. Normalerweise nimmt man ja alles mit. Hier, ach, hier gibt es sogar eine Badewanne.
Hier liegt eine Mountain Dew Flasche, die ist natürlich nachträglich hier gelandet. Ich denke nicht, dass es das Getränk schon 2008 gab. Ja, hier war ich noch nicht. Ja, ist auf jeden Fall gut ausgestattet mit Schreibtisch. Hier gibt es nochmal, also ich weiß auch nicht, warum hier in den Bädern Tische stehen. Also ich denke mal, die wurden auch nachträglich hier positioniert von irgendwelchen anderen Leuten. Im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie gesehen wurde. Ah, diese Fenster. Das sind die gleichen Fenster wie in dem Hotel, wo wir eben gerade vorher gewesen sind. Ja, das ist auch ein mega toller Raum. Hier ist nochmal ein Aufenthaltsraum mit ganz vielen Sitzplätzen. Hier konnte man auch sitzen. Wo sind die anderen? Küche. Ich habe schon wieder Hunger, wa? Also riesiger Aufenthaltsraum. Bratwurst mit Senf, ja. Hier noch mehr Sitzecken. Puh. Ja, hier gehe ich jetzt mal nicht so weit, weil da oben ist schon ein Loch im Dach. Hier schimmelt es auf dem Boden. Der Boden ist auch nicht mehr so gut. Zeige ich euch lieber noch mal die Sitzecke hier. Ich denke, das war hier früher wirklich bestimmt mega schön. Und wird wahrscheinlich auch kein allzu günstiges Hotel gewesen sein, wenn ich das jetzt einfach mal so behaupten darf. So, der Akku. Oha! So, ich bin jetzt hier. Der Akku hält noch. Hier ist der geilste Raum. Hier auch noch mal eine Sitzecke. Ich weiß auch nicht, was das hier für ein Raum gewesen sein könnte, der große. Wahrscheinlich irgendwie ein Festsaal oder ja, was auch immer. Oder einfach nur zum Entspannen. Matrix Warner Brothers 1999.
So alt ist der Film also auch schon. So, Teddy liest ein Buch. So, dann gehen wir jetzt noch mal eine Runde schwimmen. Hallenbad. Wir schwimmen jetzt zum Ausgang. Mhm. Kleines Hallenbad. Guck mal, da hinten ist ein Frosch. Da hinten. Eine Figur. So, nochmal einmal Rundumblick hier. Dann zeige ich euch nochmal hier vorne die dolle Einrichtung. Die wunderschöne. Und der C-Van und ich, wir sagen jetzt tschüss. Bis zum nächsten Video. Dieses Hotel ist wahrhaftig eine Lost Place Perle. Wir waren im Juni 2020 dort und es wird uns immer in Erinnerung bleiben. Denn vor einiger Zeit wurde es geräumt und ist ein Glück dem Vandalismus ferngeblieben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns über ein kostenloses Abo und vor allem auch über Kommentare freuen. Dann können wir einfach mal ins Gespräch kommen oder unsere Arbeit verbessern.